Aber wie häufig lädt Otto Normaljugendlicher? 37% der Befragten laden gar nicht, 19% monatlich, 26% wöchentlich und 16% täglich. Aber was kommt eigentlich auf Wiederholungstäter zu? Ja, beim Wiederholungstäter stellt sich ja in erster Linie mal die Frage, ob es da nicht gewerbsmäßig ist. Das heißt, dann habe ich ja schon eine höhere Straferwartung von theoretisch bis zu 5 Jahren. Und dann ist es eben im Wiederholungsfall so, dass das Gericht ja in aller Regel nur dann noch eine Bewährungsfreiheitsstrafe ausspricht, wenn eben zu erwarten ist, dass der Täter sich in Zukunft rechtmäßig verhält. Und je häufiger man erwischt wird, umso weniger glaubt einem der Richter natürlich, dass man sich in der Zukunft straffrei verhält. Also hier ist in erster Linie das Risiko für den Täter, dass es eben keine Freiheitsstrafe auf Bewährung gibt, sondern eine echte Freiheitsstrafe, die man dann auch absitzen muss. Aber wer sucht eigentlich nach den Tätern? Ja, also in erster Linie sind es eigentlich die Rechteinhaber selbst, die sich darum kümmern. Das heißt also die Agenturen von den Musikern, die halt die Rechte unter Vertrag haben, die recherchieren selbst im Internet. Oder beispielsweise die Inhaber von Rechten an Filmen und DVDs recherchieren zum Beispiel auch selber bei eBay, ob also irgendwelche Raubkopien angeboten werden, und stellen diese Daten der Staatsanwaltschaft zur Verfügung. Andererseits kann die Staatsanwaltschaft auch aus eigenem Antrieb ermitteln, wenn es eben Anhaltspunkte für eine Straftat gibt. Beispielsweise dann, wenn jemand Strafanzeige erstattet und die Staatsanwaltschaft so also Kenntnis davon erhält. Was wird denn eigentlich gedownloadet? Auf Platz 1 ist bei uns Musik mit 46%. Dann kommen Videos mit 26%. An dritter Stelle stehen Spiele mit 12%. Die restlichen Antworten sind aufgrund des niedrigen Prozentsatzes an dieser Stelle nicht nennenswert. Aber was passiert eigentlich mit Minderjährigen? Ja, also bei Minderjährigen ist es so, da richtet sich das Verfahren ja nach dem Jugendgerichtsgesetz. Da muss man also erstmal feststellen, ob der Täter überhaupt strafmündig ist. Das heißt also, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann er strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden. Da gilt dann Jugendstrafrecht. Zwischen 18 und 21 gibt es nochmal die Möglichkeit, Jugendstrafrecht anzuwenden auf jemanden, der schon volljährig ist. Da muss aber der Richter also vorher prüfen, ob er die sittliche und geistige Reife hat, das Unrecht dieser Tat zu erkennen. Ist das auch wieder sehr einzelfallbezogen. Ansonsten kommen eben für die zwischen 15 und 18 in erster Linie halt Maßregeln in Betracht wie Wochenendarrest oder Jugendarrest oder gemeinnützige Arbeit. Was war denn bisher Ihr anspruchsvollster Fall? Ja, also ich hatte mal einen jugendlichen Straftäter, das war auch, glaube ich, mein jüngster hier, der 16-Jährige. Der hatte im Internet DVDs angeboten bei eBay. Dann ist dann eben auch von der Firma, die die Rechte hatte, angezeigt worden. Und der hatte dann morgens um 7 die Polizei auf der Matte stehen mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss, wo natürlich auch seine Eltern nicht so sonderlich von begeistert waren. Und die haben dann also bei ihm zu Hause raubkopierte DVDs gefunden, die er eben auch im Internet angeboten hatte. Und die haben dann den Computer beschlagnahmt. Beim Strafverfahren ist es eben auch möglich, dass die sogenannten Instrumenta Sceleris, also die Tatmittel, beschlagnahmt werden. Und den hat er also auch nicht zurückbekommen. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat er also, ich meine, 2 Wochen Jugendarrest bekommen. Also der macht das, glaube ich, so schnell nicht wieder. Wie hoch sind eigentlich die Verluste durch illegales Raubkopieren? Also kann ich Ihnen keine konkrete Zahl zu sagen. Ist ja mal die Frage, würde sich tatsächlich jeder, der sich im Internet was illegal runterlädt, würde der sich auch eine CD oder DVD kaufen? Wahrscheinlich nicht, weil die meisten Leute ja gar nicht genug Geld haben, um sich das alles dann zu kaufen. Von daher kann man das auch nicht so 1:1 hochrechnen und sagen, das sind jetzt alles entgangene Gewinne. Aber was ist eigentlich so schlimm am illegalen Raubkopieren? Der Anfang ist bei der Filmindustrie. Sie gibt Millionen für die Produktion vom Film aus. Dann kommt der illegale Händler, der für eine DVD bzw. gar nichts bezahlt und den Film dann kopiert. Er verkauft sie dann für weniger Geld an die Kunden. Sie hätten normalerweise das Geld der Filmindustrie gegeben. Dadurch könnte es passieren, dass die Filmgesellschaften pleite gehen. Dann könnten sie keine Filme mehr produzieren. Folglich würden Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren gehen. Deswegen hätten dann die Fernsehsender irgendwann keine neuen Filme mehr. Und das war jetzt nur ein Beispiel für die Filmindustrie.
Bei Software könnte es genauso passieren. Dabei gibt es auch kostenlose, legale Alternativen. Eine der bekanntesten ist sicherlich YouTube. Aber auch bei PC-Spielen gibt es solche Möglichkeiten. Ein Beispiel ist Navy Field. Das kann man sich kostenlos und legal herunterladen. Dabei hält es von der Grafik trotzdem noch mit kostenpflichtigen Spielen mit. Aber auch im Musikbereich gibt es legale Alternativen, beispielsweise www.track4.de. Hier kann sich jede Freizeitband anmelden und Lieder hochladen. Man findet Songs in allen Musikrichtungen, zum Beispiel Rock, Hip-Hop, Blues oder auch Klassik. Das Lied, was du gerade hörst, ist ebenfalls von Track 4. Die Freude verdrängt, viele Menschen verzweifeln, es geht ihnen schlecht. Viele suchen nach Hoffnung, denn sie leben im Dreck. Ihr Leben ist Dreck, als Ausweg nehmen sie Crack. Die letzte Konsequenz ist dann...